Hallihallo und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch 1 für Nintendo Switch. Ja, ein wunderbarer Deutsch-Patch hat uns dieses Let's Play ermöglicht, dass wir Yo-Kai Watch 1 nochmal spielen konnten, nach der 3DS-Variante jetzt auch auf der Nintendo Switch. Es war eine wilde Reise, aber ihr ahnt es, ihr wisst es, sie endet hier mit diesem Part. Wir haben viel gemacht, wir haben echt viel gemacht, also wir haben deutlich mehr Yo-Kai angefreundet, deutlich mehr Nebenquests gelöst als beim 3DS Let's Play damals. Alleine unser Team, wir gucken uns nochmal an, schaut, 4 legendärer Yokai. Shogunyan ist ja nicht so schwer zu bekommen, aber Fatih Blum und vor allen Dingen Gilgaos, ne? Schwierig. Auch Dandackel, da, das sind auch Sachen, die mit vielen Nebenquests zu tun haben, die tatsächlich sehenswert sind, finde ich. Wirklich. Außerdem Kryo und Zangenzar, sehr, sehr schöne Yokai. Zangenzar ist ja auch im Team, damit die Yokai nicht trödeln. Also, das Team ist auch absolut überlegen der 3DS-Variante, wo wir zum Beispiel den Arang-Yokai Noma-Kappa bis zum Schluss drin hatten und mit diesem die stärksten Gegner besiegten. Und um die kümmern wir uns heute. Ja, wir haben also das Spiel komplett gelöst, bis zu den Credits. Und das Postgame, das sich vor allen Dingen dreht um das endlose Inferno, das haben wir natürlich auch gelöst. Einige optionale Nebenbosse haben wir gemacht, mit mehr Story wie Flechtigall oder so, als auch die große QB-Quest, die zusammenhängt mit vielen kleinen, wie zum Beispiel Tengu und Stompf, sowas. Das ist echt schön, dass wir uns damit beschäftigt haben, erneut, das war ein großes Vergnügen, aber auch diese täglichen Boss-Yokai, die man immer wieder herausfordern kann, wie Maximale Fits, haben wir bekämpft. Im letzten Part tatsächlich haben wir die Revanche gegen ihn gehabt, dass ich nochmal onscreen gezeigt habe, wie ich ihn besiege. Oder auch Reiskreis, Corptain und natürlich Dunkelfeder. 11-mal. Ja, ich habe das endlose Inferno insgesamt 4-mal gemacht. Also einmal mit euch und 3-mal offscreen, um zu leveln. Da hat man irgendwann auch genug. Ja. Was ich noch machen kann, ne? Es ist halt immer noch kein 100% Let's Play. Ich laufe einfach ein bisschen rum, ne? Es ist immer noch kein 100% Let's Play. Wir haben nicht alle Nebenquests gemacht. Nein, 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 nein. Das hat der Random Kai vor. Und der ist auch ein guter. Ich habe einige gemacht. Aber tatsächlich nicht alle, weil ich finde einfach viele zu repetitiv. Wenn es heißt, freunde dich mit dem Yokai an, dann kannst du dem und dem helfen. Und ich sag mal, 100% würde ja auch heißen, dass du dich mit jedem Yokai anfreundest. Und wäre das Anfreunden-System in Yokai Watch nicht so umständlich, wir haben schon häufiger drüber geredet, dann würde es sehr viel mehr Spaß machen, die Medaillen zu vervollständigen. So, ne, selbst wenn du alles beachtest und freundschaftsfördernde Yokai im Team hast und das Lieblingsessen herausgefunden hast, dass man ja diesmal und seit Yokai Watch 2 auch auf dem 3DS einfach gesagt bekommt, wenn man einfach anpinnt. Es ist ja nicht mehr so schwer herauszufinden, aber ich finde es halt trotzdem essentiell und ja. Wenn du dann nicht mal belohnt wirst, die Wahrscheinlichkeit immer noch recht niedrig ist, ne? Wenn die so 50-50 wäre, kann man nichts sagen, aber das ist, was Yo-Kai Watch vielleicht ein bisschen, ja, falsch macht, ganz ehrlich. Man müsste einfacher Yo-Kai befreunden können, aber das ist halt nicht so. Und damit fallen mir manche Nebenquests schwerer, die eben verlangen, dass man das und das macht. Ja, aber wir haben diesmal wirklich schon viel gemacht. Ich habe auch schon den Oni Gargaros besiegt. Mit euch zusammen. Der rote Oni, den man auch relativ früh im Spiel bereits vor die Nase gesetzt bekommt. Aber es gibt noch die stärkere Variante Okralus in Blau und Orkanos in Schwarz. Und das ist der stärkste Gegner im Spiel. Guck mal, das ist noch eine Box. Versuchen, da hinzukommen. Also die Welt von Yo-Kai Watch, ne, Lenzhausen und Co., gigantisch. Einfach nur riesig. Ich sehe jetzt nicht mal, wie ich an diese Box kommen kann. Ich meine, ich sehe sie ja nicht mal. Man kann nicht weiter die Kamera verändern. Kann man da durch? Na, nachts nicht. Dann geht es vermutlich nicht nachts. Es muss auch nicht mal nachts sein für die Schreckenszeit, aber es muss Zeit vergehen. Und ich würde sagen, damit euch der Part nicht zu langweilig wird, der große Abschiedspart,
setze ich einen Schnitt und ich warte, bis die Schreckenszeit sich triggert. Ich habe auch in dieser originalen Schreckenszeit tatsächlich den Gilgaros besiegt. Hier ist noch ein Yokai. Damit jetzt auch die anderen spawnen können. Ich hoffe natürlich, ich denke, dass du erst den Blauen besiegen musst, bevor der Schwarze kommt, oder? Aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Amnesimon. Das erinnert mich dran, wie lang eigentlich die Mainquest, die Story, der Kern des Spiels her ist. Wie lange schon der Abschied von den Yokai her ist. Hä, wo bin ich? Wer bin ich? Sind wir Freunde? Okay, dann nimm das hier. Die Y-Cola. Da steht Yoka-Cola drauf. Aber die letzten Oni werden nochmal eine Herausforderung für unser fantastisch, ich finde doch, ja. Es ist qualitativ unser bestes Team, das wir jemals hatten, ne? Wirklich starke Yokai, sehr gut ergänzend, offensiv und heilend. Eine starke Sache. Ich bleib jetzt genau hier stehen. Ich rühre mich nicht vom Flag. Und ihr bekommt den Schnitt. Wenn die Schreckenszeit losgeht, sehen wir uns wieder. Leute, es passiert! Jetzt hoffen wir nur, dass es der richtige Yokai ist. Ich will den Blauen. Ja. Sieht aus wie ein Schlumpf hier. Wie ein blauer Igel sieht er aus. Oga, Oga, Oga. Erreiche den Ausgang ungesehen. Ich versuche erstmal ein Spielchen, ne, und versuche die Items zu grabben, während er noch da ist. Einfach so, als würde es mich interessieren. Ich meine, ich kann ja noch irgendwie diese Technikführer oder so anstreben. Könnte die noch nutzen, bevor es zum Kampf gegen den letzten Oni geht. Ich habe auch mal versucht, Items aus der Schreckenszeit in der Schreckenszeit dann einzusetzen, was ja gar keinen Sinn macht, weil du die noch verlieren kannst, während du hier drin bist. Verstehst du? Also wenn du die Schreckenszeit halt nicht schaffst, zu entkommen oder den zu besiegen, dann darfst du die auch nicht behalten. Und der schwarze Oni taucht halt erst auf, wenn du in der normalen Schreckenszeit den blauen besiegst. Das tun wir jetzt. Wir schalten mit einem Sieg gegen den da den anderen frei. Ja, tolle Techniken. Das lohnt sich ja tatsächlich. Es fehlen noch zwei Truhen. Da steht ja 3 von 5. Da ist zwar noch eine. Gott, wo muss man da hin? Achso, ich glaube, ich habe das schon mal versucht. Das war auf dem Kindergarten dann. Er wird mir doch nicht auf die Rutsche folgen, oder? Vielleicht kann er das gar nicht. Gucken wir mal. Er kann es nicht! Man ist hier safe, Leute. Man ist hier safe. Und da ist auch tatsächlich die letzte Truhe. Juhu, und tschüss. Alle Items holen, bevor er einen bekommen hat. Wäre ein starkes Stück, du. Wäre ein starkes Stück. In der Theorie könnte ich noch entkommen. Gott bewahre, das will ich nicht, aber könnte ich? Bin jetzt nur gegen Schild gelaufen. Ich glaube, es hätte noch reichen können. Hier läuft irgendwas nicht so ab, wie es soll. Das soll wahrscheinlich nicht so aussehen. Das ist ja richtig dämlich. Wir haben heute Cell Shading, Leute. Cell Shading. Gut, das ist jetzt immer noch ein sehr angespannter Kampf für uns. Das ist jetzt immer noch ein bisschen special, was hier abgeht. Denn den sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber anstrengend wird es erst gegen den schwersten. Für den schwersten, den schwarzen Oni, habe ich quasi dieses Team auf die Beine gestellt. Ich hätte mich nicht so präzise mit allen möglichen Details befassen müssen und auf richtig starke S-Rang-Yokai vertrauen müssen für ihn oder für das endlose Inferno, sondern für den schwarzen Oni.
mehr Erfahrungspunkte, die uns leider nichts bringen. Bleib ich mal bei den stärksten Angreifern, Gilgaros und Shogunyan. Und dem besten Heiler Fatih Blum. Jetzt muss man aber sagen, die Kämpfe gegen die Oni sind ja vergleichsweise simpel gehalten. Kämpfe gegen die Oni. Der beseelt nicht. Der macht keine Spezialtaktiken, du musst da nichts anpinnen. Er ist stark genug, den einfach so zu vernichten, aber ich sag euch was. Fatih Blum kann ja wiederbeleben. Ich hätte ja ermächtige Medizin. Das Ding ist, er greift halt auch nur den an. Ja, seht ihr das? Der ein Ultiseel ausführen will. Da es aber geklappt hat mit Fatih Blum, heilt er nicht nur sich selbst, sondern auch Shogunyan wieder zurück. Ich werde aber ein bisschen unterstützen, damit es hier nicht zu hardcore wird. Einen heile ich selber, dann kann Fatih Blum sich selbst heilen. Ja, ein bisschen ärgerlich, ne? Die Grafik ist halt irgendwie ein bisschen glitchy. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt kommt. Aber das sollte uns nicht abhalten, denke ich mal. So, auch wie viel Energie er noch hat. Ja. Die Attackenwerte von Shogunyan und Gilgaros sind auch auf Maximum, also 10 Sterne, wenn du so willst. Man könnte meinen, er wird nervös, ne, weil er am Blocken ist. Sieht auch ein bisschen gespenstig aus, ne? Man könnte meinen, es wäre Stil, aber das ist so eine der Tücken dieses Let's Plays. Tatsächlich. Ich habe ja keine gehackte Switch oder sowas, um den Deutsch-Patch abzuspielen. Deswegen habe ich auf den Emulator gesetzt, der allerdings suboptimal war. Das sind natürlich auch so Schönheitsfehler, die hätte ich am liebsten ausgemerzt gehabt. Aber konnte ich halt vorher nicht ahnen. Im Großen und Ganzen muss man allerdings sagen, lief's passabel. Ich bin sehr froh. Ich danke auch nochmal dem Team, dem deutschen Übersetzerteam. Das arbeitet ja fleißig hier an Yo-Kai Watch 4, was ja viel schwieriger sein sollte, weil es da eben keine Vorgabe gibt. Hier bei Yo-Kai Watch 1 für Nintendo Switch konnte man die ganzen Texte aus der 3DS-Version übernehmen. Ich weiß nicht, ob man die sogar irgendwie importiert hat. Tja, bei Teil 4 gilt es, alles komplett neu zu übersetzen und selbst Gedanken zu machen, wie die Texte überhaupt heißen sollen. Jetzt fahrt die Blumen auch nochmal ein bisschen unterstützen. Damit hier nichts eng wird, ne? Und so ist Okralus zumindest für uns kein Problem. Aber ich würde wirklich sagen, er ist der zweitschwerste Gegner im Spiel. Der drittschwerste ist dann vielleicht Avocalypso, also der aus dem endlosen Inferno, aber auch nur, weil man so oft daneben trifft. Oder die schwerere Variante. Von, den wir auch im endlosen Inferno hatten. Gut, lassen wir Shogunyan aus dem Spiel. Frag mich allerdings, wie ich jetzt als nächstes wieder die Schreckenszeit triggern soll. Das erneut tun kann. Muss ewig lang warten, ne? Ich kann doch die Uhrzeit verstellen. Ich habe gehört, es hilft, wenn man auch über Rot geht ein paar Mal. Weil die Schreckenszeit basiert halt auch auf strenge japanische Eltern, die ihren Kindern Angst machen, was ihnen alles passiert, wenn sie nicht auf ihre Eltern hören. Ich habe früher als Kind oft zu hören bekommen, ich werde im Wald ausgesetzt, wenn ich nicht lieb bin. Und mir wurde gesagt, ne, ich werde immer beobachtet. Eigentlich gruselig. Wir haben Augen überall. Bis ich gemerkt habe, wir haben gar nicht ihre Augen überall. Schreckenszeit. Das Synonym für eine strenge Erziehung. Zu streng. Angst ist nicht das Mittel. Angst ist ein falscher Ratgeber. So, ich denke mal, der kippt gleich aus den Latschen.
Wumski, mach mal Pause. Das hat schon mal gut geklappt. 22.000 EP gäbe es dafür. Und jetzt kann man halt in Ruhe alles einsammeln. Wir haben halt nur schon alles. Wir haben halt nur schon alles. Du hast jetzt sogar Okralos besiegt? Let's play Markus, du bist der Hammer! Aber mich beschleicht das Gefühl, dass uns bald jemand Ebenbürtiges erwartet. Dort draußen wartet ein legendärer schwarzer Oni auf uns. Ich werde ein paar Sachen tun, wie, weiß ich nicht, die Uhr umstellen, schlafen gehen, weiß ich nicht. Und wir sehen uns dann wieder, wenn die nächste Schreckenszeit erwacht. Hoffentlich mit dem Schwarzen. Ich glaube, es ist nämlich zufallsgeneriert. Aber hoffen wir es einfach mal. Man muss echt lang warten. Ne? Das ist bedauerlich. Ich habe schon gegoogelt, wie man das verbessern kann. Und naja, ich glaube, das ist alles nur Gelaber. Wir sehen uns gleich wieder im Kampf gegen den finalen Gegner. Haltet schon mal die Luft an. Ja, mit dem Auto. was nun? Warum? Es ist zufällig und es ist ätzend. Gaga, Gaga, Gaga. Ich gaga dich selbst, Mann. Es ist wieder Schreckenszeit. Aber es ist wieder der Blaue. Nun, ich habe jetzt über eine Stunde gewartet. Das ist dann schon ziemlich ärgerlich. Ich gehe schnellstmöglich zum Ausgang. Daumen drücken. Über eine halbe Stunde gewartet jetzt. Und es hat sich ausgezahlt. Waka! 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 Waka, waka, ey, ey. Ah, hier ist um die Ecke. Dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Was machst du da am Baum? Oh, der mächtigste Yokai von allen und es bringt ihm nichts. Warum? Weil Baum. Ich laufe mir so lang. Oh. Gut, auch wenn ich das Gebiet geändert habe, die Farben. Ja, ich habe einen Emulator-Bug, was soll ich sagen? Das unterstreicht einfach nochmal den Ernst der Lage. Das unterstreicht nochmal, wie dunkel hier die Atmosphäre herrscht, ne? Und wie sehr es gerade abgeht. Und wie sehr ich mir alles geben muss. Keine Ahnung, Leute. Schade, schade. Dass es ein bisschen verwurstet wird. Egal. Kann ich nichts dran ändern. Ich bin extra jetzt nach Blütenbühl gegangen, in der Hoffnung, dass es da nicht der Fall ist. Wechseln wir mal rüber. Na, das wird mir jetzt keinen Vorteil im Kampf verschaffen. Orkanos. Ach Leute, ne? Wir sind so im Zwiegespalt, ne? Die einen werden sagen, du kannst nur noch ein paar Nebenquests machen. Da gibt es bestimmt noch was zu finden. Aber ich finde fast schon, das Let's Play, da läuft ja jetzt schon ein ganz schönes Weilchen. Es fühlt sich ein bisschen in die Länge gezogen an, wenn ich ehrlich sein soll. Ich finde, es ist der richtige Zeitpunkt, hier einen Schlussstrich zu setzen. Oh Gott, hat noch viel Energie. Ja, dann dackel kann das nicht so gut. Warte mal, fahr die Blumen, heilt ihn mal. Mal so. Okay, dann muss Fatih Blumen ihn heilen mit dem Ulti-Seel. Vor allem sieht noch viel dunkler und bescheuerter aus als sonst. Na, da sollte man schon mit Items ein bisschen nachhelfen. Ich habe ja jetzt auch die besten Sachen. Hier das marmorisierte Fleisch. Ist eigentlich Verschwendung für so ein bisschen. Aber für was soll ich denn jetzt noch die Items aufheben?
Let's play Yo-Kai Watch 1 für die Switch. Oh Gott, das wird ein KO-Schlag sein, ne? Zeit für die mächtige Medizin. 6 an der Zahl. Er geht auch noch auf Shogunyan, derjenige, der die wenigsten Lebenspunkte hat. Deswegen am schnellsten da umgeht. Shogunyan, der hart austeilen kann, aber an der Verteidigung hapert es ein bisschen. Sollte auch nicht ewig durchziehen können. Es sieht aus wie, als hätte ich irgendwie einen Filter in Photoshop gemacht und du rutschst aus auf deiner Kurve. In Photoshop diese Kurven für den Kontrast und so. Und wenn die zu hart nach unten ziehst oder so. Ich kann euch nicht sagen, was genau hier das Problem ist. Ja, das ist ja der schwerste Gegner in Yo-Kai Watch 1. In Teil 2 gibt es tatsächlich noch einen schwierigeren. Da gibt es neben dem endlosen Inferno auch noch so ein Ding im Himmel. Und ganz am Ende kommt die, ich glaube, die heißt Garna. Diese riesige Kreatur mit so Marionettenfäden. Und die war wirklich unglaublich schwer. Das ist mit Orkanos nicht zu vergleichen. Das war der schwierigste Gegner, den ich überhaupt im Yo-Kai Watch Franchise schlagen konnte. Mit viel Glück. Das war unfassbar spannend. Generell muss ich sagen, wenn ihr euch jetzt denkt, ah, schade, Mann, ich will doch mehr Yo-Kai Watch sehen, dann macht das doch mit den anderen Let's Plays. Um es nochmal zu sagen, wie ich es denke, wie ich es sehe, und zwar ist Yo-Kai Watch 1 ein guter Einstieg, ein Prototyp. Viele Kapitel, Aufgaben, Missionen wirken random auf mich. Und es ist aber ein großes, in sich abgerundetes Abenteuer an für sich. Nur Yo-Kai Watch 2 macht das noch ein bisschen besser. Oh, es hat mir nicht geschmeckt, das tut mir leid. Yo-Kai Watch 2, ne, wo du noch in die Vergangenheit reisen kannst und noch an andere Orte, wo Nathans Oma wohnt. Und du kannst mit dem Zug fahren und da gibt es noch mehr Geheimnisse, dieser unendliche Tunnel, den man entlanglaufen kann, solche Geschichten. Weißt du was, wenn du Abwehr erhöhen, wäre vielleicht eine bessere Sache. Pass auf. Nutze ich jetzt auch mal die Talismane. Auf die anderen, ne? Für sich, wenn ich beide male, die... Ich kann aber auch die Stärke erhöhen. Von Gildeross. Schnelligkeit und Stärke jetzt höher bei ihm. Halbtraumschlag. Guck erstmal, was er tut. Wen er trifft. Wieder Shogunyan aus den Latschen kippen lassen. Ja, auf den hat er es abgesehen, weil der kann seinen ultimativen Schlägen scheinbar nichts entgegensetzen. Schade. Damit ist er noch die Talismane aufgebraucht, finde ich. Nicht so gut. Er macht doch einen Geschwindigkeitstalisman. Tempo für Fatih Blumen, dass er schneller heilen kann. Ich lasse Shogunyan tatsächlich mal aus dem Spiel. Dann arbeiten wir mit Kryo. Abwehr, Tempo. Ja, mach Abwehr für Kryo. Deswegen, ich würde allen empfehlen, Yo-Kai Watch 2 hat mir noch besser gefallen. Da gibt es aber auch 3 Editionen, die unterscheiden sich aber nicht gravierend. Jetzt hinterher unterm Strich kann man sagen, ist die Edition Geistige Geister die beste, weil sie eben noch mehr Zusatzinhalte hat. Aber auch das, was die Edition Kräftige Seelen und Knochige Gespenster hat. Ich habe eben ein Let's Play gemacht zu Yo-Kai Watch Kräftige Seelen, als das erschien. Ja, das war noch Aufbruchsstimmung, ne? Wir erinnern uns.
wie wir damals über Yo-Kai Watch dachten. Ne? Das hätte echt die Zukunft sein können. Aber es war eine schöne Zeit. Wir müssen auch gestehen, dass dieses Let's Play einfach lebt von den Erinnerungen, die wir mitnehmen durften. Von den früheren Yo-Kai Watch Zeiten. Tja, die scheiden rum, ne? Sowohl in Japan, wo der Hype noch länger durchhielt und einige hungrige Yo-Kai Watch Fans die kriegen dann auch marmorisiertes Fleisch. Ne, ich meine, unersättliche Yo-Kai Watch Fans waren natürlich immer noch interessiert an dem, was nur in Japan rauskam, sprich Yo-Kai Watch 4 vor allen Dingen. Aber inzwischen würde ich sagen, ne, komm, halt dich selbst, ja. Inzwischen würde ich sagen, tja, wie das so ist, Leute. Bei uns hat es nicht so lange gehalten. Aber wer weiß, wer weiß. Ich fürchte ja sogar, ein Revival ist gescheitert, weil dieses Switch Remaster, was wir hier sehen, voll auf Fatih Blum. Gar nicht so doof. Weil dieses Remaster ja tatsächlich auch nicht so krass ankam. Also Yo-Kai Watch 4 für die Switch kam nicht so gut an, kam ja auch für PS4 raus. Weil es manche gar nicht auf dem Zettel haben. Yo-Kai Watch 4 kam für Switch und PlayStation 4 raus. Ich würde die Verkaufszahlen interessieren, was sich PlayStation-User gedacht haben müssen. Wer auch immer diese Spieler möchte, ne? Dort. Hat schon Gründe, warum man sich anschließend dazu entschied, die anderen doch nur wieder für Nintendo-Konsole rauszubringen. Aber es hat nichts gebracht, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass Yo-Kai Watch 1 für Switch so ein bisschen, ja, auch der Versuch war herauszufinden, besteht überhaupt noch Interesse oder ist es jetzt komplett tot? Und es gibt ja tatsächlich noch so ein paar merkwürdige Spin-Offs, aber tja. Yo-Kai Watch ist wohl, Anführungsstrichen, tot. Er ist aber so ausgeschlachtet und ausgequetscht worden, dass man, ich denke mal, er ist fast geschafft. Ach, schnell. Dass man auch nicht mal irgendwie eine Revival-Aktion hinlegen kann in 10 Jahren. Oh, guck mal, wie er direkt da drauf geht, diese Schweinebacke. Tut mir leid, lieber Shogunian. Aber dieser Kampf ist einfach nicht würdig gemacht. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit diesem Let's Play. Ich hatte es auf jeden Fall. Mich haben diese Emulator-Fails halt deutlich mehr genutzt als ja, viele von euch, die drüber hinwegschaut. Gerade wenn ich das sehe, könnte ich eigentlich im Strahl kotzen. Aber ich hoffe, es mildert eure Kernkompetenz nicht. Im September diesen Jahres startete das Let's Play und es war unser großes Let's Play über... Oh Gott. Ich will das doch nochmal wissen. Unser großes Let's Play über den Monat Oktober 2022 hinweg. Anschließend November und Dezember stand Yo-Kai Watch bei uns im Schatten der anderen Projekte. Aber vor allen Dingen auf das Teambuilding bin ich sehr, sehr stolz. Also ihr seht hoffentlich, dass ich da auch viel Liebe und Mühe reingesteckt habe. Und Gilgaross setzt den letzten Schlag gegen den stärksten Gegner Orkanos. Wunderbar. Heilige Klinge. Heiliges Hackfleisch. Oh, es gibt nicht mal einen Satz von Whisper. Dann werde ich einfach mal entkommen. Also, ein weniger spektakuläres Ende dieses Let's Plays. Damals auf dem 3DS gab es noch einen Bonus-Part, weil man diese Codes einsetzen konnte. Die wurde auf der Comic-Con wurden die Yo-Kai Watch-Codes, die man dann in der Bankfiliale Wutz oder Postfiliale Schäfer einsetzen konnte. ja, da gab es diese Codes, da konnte man diese Edelstein-Shibanyan-Versionen bekommen. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr möglich so mit der Switch-Variante. Tja, es ist einfach nicht mehr die Zeit. Du hast Orkanos besiegt. Da muss ein Missverständnis vorliegen. Er sollte doch unbesiegbar sein. Naja, wie auch immer. Glückwunsch!
Ja, danke vielmals, I guess. Und so nimmt dieses Let's Play ein Ende. Ich war wirklich bemüht, noch viel rauszuholen und alles zu machen, was das Spiel zu bieten hat. Ja, bis auf ein paar Nebenquests ist mir das hoffentlich auch relativ gelungen. Wer immer noch Bock hat, ich empfehle mein Let's Play zu Yo-Kai Watch 2 Kräftige Seelen. Im Anschluss auch das von Yo-Kai Watch 2 Geistige Geister. Das ist eben der Zusatzinhalt. Auch mit einer Vorgeschichte von Whisper, was mit ihm passiert ist, ja, in der weiten Vergangenheit, als er noch Haare hatte. Und Alter, Baku, komm mal raus hier. Als er noch Haare hatte. Und dann gibt es natürlich noch Yo-Kai Watch 3. Da haben wir auch schon drauf hingefiebert, dass das bei uns in Deutschland rauskommt. Und dann kam es raus. Mit einem Paukenschlag. Und Yo-Kai Watch 3 ist nicht so geil. Ganz ehrlich. Das Kampfsystem hat mir weniger gefallen, wo man so eine Kampffläche zum Schieben hat. Aber davon abgesehen war auch das Abenteuer. Man spielt ja dann in Amerika. Also Yo-Kai Watch ist ja so ein bisschen japanisch dargestellt und man spielt da auch nicht in Lenzhausen, es gibt auch nicht Freddy und Bär und die anderen, sondern gucken wir mal ins Medaillon vorbei, oder? Wie viel wir erreicht haben am Ende des Tages. Oder dann machen wir es halt nicht hier. Ist das, ja, das ist Seite 1. Naja, knapp die Hälfte. Dafür, dass ich nicht abgesehen habe darauf, die Leute zu befreunden, ist das, denke ich mal, ich bin okay damit. Vor allem haben wir einige Siegel gebrochen. Das Abenteuer von Yo-Kai Watch 3 in den USA. Es war ein bisschen was mit diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, Mac? Hieß der einfach Mac? Der total überdreht war und die ganze Zeit genervt hat mit seinen Abenteuern und mit immer denselben Fahrten über das Floß. Also Yo-Kai Watch 3 war ein Abenteuer, aber irgendwie war es auch seltsam spezifisch. Nicht so eine große, runde Sache, wie es bei Yo-Kai Watch 1 und vor allen Dingen 2 ist. Wo du das Gefühl hast, dass da geht gerade was ab. Wo du das Gefühl hast, da ist gerade was los. Titelbildschirm. Aber wer immer noch nicht genug hat danach, der kann auch Yo-Kai Watch 3 gucken, ist ja ganz klar. Da habe ich tatsächlich bei den Credits dann aufgehört. Also ich habe mich nicht groß mit dem Postgame oder so beschäftigt, weil es halt wirklich unangenehm war. Der dritte Teil. Das einzig Gute ist, dass nicht nur Whisper einem folgt, sondern auch ein Yo-Kai seiner Wahl. Ja, Level 5 hat einfach das Problem gemacht, zu viele Spiele zu schnell rausgehauen und damit schnell eine Übersättigung geschaffen. Das ist es leider. Und ob man sich davon jemals erholen wird, man weiß es nicht. Selbst für die Switch Yo-Kai Watch 4 war dann für die meisten nicht mehr so spannend. Es bleibt aber dabei, sollte Yo-Kai Watch 4 in irgendeiner Form auf Deutsch erscheinen, dann möchte ich das gerne Let's Playen. Okay? Ob das jetzt von offizieller Seite geschieht, woran ich nicht mehr glauben möchte, oder eben durch die Fanübersetzer, das werden wir sehen. Aber ja, auf Letzteres kann man hoffen und dann wird das vermutlich dann auch so passieren. Gibt auch Leute, die fragen, würdest du Yo-Kai Watch 2 noch einmal neu Let's Playen, wenn es dazu was gibt? Ja, wenn es das auf Deutsch gäbe, würde ich Yo-Kai Watch 2 für die Switch Let's Playen, aber darauf sollte man jetzt nicht warten, weil es gibt ja nicht mal die japanische Version. Das wurde mal angeteasert und die Leute dachten, oh, da kommt Yo-Kai Watch 2 als Remake für die Switch, aber irgendwie wurde daraus nichts. Ich weiß nicht, ich hatte es auch schon als felsenfest betrachtet. Wurde es am Ende des Tages war das angedacht und man hat es dann doch gelassen? Oder war es niemals wirklich gedacht? Selbst wenn Yo-Kai Watch 2 für die Switch rauskommt in Japan, müssten wir dann auch erstmal warten, bis es da einen Deutsch-Patch gibt. Mit anderen Worten, ich würde nicht drauf warten. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und wie gesagt, kommt der vierte Teil auf Deutsch, bringe ich ihn. Ansonsten, wer noch Bock hat, mein Let's Play zu Yo-Kai Watch 2 Kräftige Seelen, wo der letzte Kampf halt auch wirklich einfach maßlos übertrieben ist. Nicht mehr zu vergleichen mit dem hier, wobei ich mich interessieren würde, wie sich mein Team, das ich jetzt hier geschaffen habe, schlagen würde gegen Garner oder wie eben dieser letzte Endboss heißt in Yo-Kai Watch 2. Ja, zu viel der Worte.
ein schönes Let's Play, eine Reise zurück ins Jahr 2016, mehr oder weniger. Hat mir gefallen. Vor- und Nachteile auf der Switch. Aber adieu, Whisper, Jibanyan, Nathan und alle beisammen, liebe Yokai-Freunde. Und hoffentlich bis eines Tages und bis bald. Däumchen wären Träumchen. Bis dann und ciao.